Hier bei Düsseldorf der Modell in Part 2, es gibt zwei Parts für die Ansage für die Nordwestbahn, die mal wieder nichts auf die Kette bekommt, pünktlich zu werden. Ihr seht die Uhrzeit, ihr seht hier die Uhrzeit und da sieht man schon, was falsch ist. Und ihr seht hier kein Zug. Der Kleverzug war hier Richtung Düsseldorf. Die Uhr ist falsch, ne? Nee, ja. Die müsste richtig sein. Ja, doch, die ist richtig. Ja. Da seht ihr auch noch mal eine Uhr. Boah, ich hab nach 2 Minuten Ja. Jedenfalls das und den Mitarbeiter der Nordwestbahn wollen mehr Geld verdienen. Für was eigentlich? Für was wollt ihr von der Nordwestbahn mehr Geld verdienen? Dass ihr mal pünktlich zu spät seid. Echt tolle Belohnung. Also, wenn das so einfach ist, will ich dann auch bei euch arbeiten. Man muss ja dann ja nicht pünktlich kommen, man bekommt trotzdem mehr Geld, das weiß ich nicht. Ja, ich kam auch einmal wegen der Nordwestbahn einmal zu spät zum Patrikum, weil selbst da die Nordwestbahn nicht hinbekommen hat, so pünktlich zu kommen. Ich war ungefähr 5 Minuten zu spät beim Patrikum, Ja, das geht bei noch, aber wenn Fressnapf. das jetzt eine halbe Stunde wäre. Ja, aber trotzdem war Verspätung. Und das war die Nordwestbahn schuld. Ja. Es gehört schon Und man muss sich einfach vorstellen, wenn die Nordwestbahn das schon wieder hat, aber man ist länger unterwegs. Es sind jetzt schon, sagen wir mal, 12 Züge in diesem Jahr 2019 schon ausgefallen. Ungefähr geschätzt den 5. Zug pro Woche hatte mindestens 15 Minuten Verspätung. Da will ich mich fragen, aber an der Nordwestbahn, was ist mit euch los? Schmeißt mal die Rentner raus und schickt da mal junge Leute rein oder so, als Lokfahrer. ja, dass die mal pünktlich werden. Das ist nur eine blöde Strecke. Ihr fährt nur geradeaus und kommt trotzdem 15 oder so Minuten zu spät. Und die Schon U-Bahn in verdient. Düsseldorf, die sind pünktlicher. Vielfaches pünktlicher. Und da fahren Autos im Weg. Wo seht ihr hier von der Nordwestbahn in Autos zum Beispiel den Weg laufen kann? Gar nicht. Und Ihr verdienen habt. bestimmt auch noch trotzdem viel Geld, auch wenn die trotzdem verspätet kommen. Ja. Ihr habt keinen Grund, zu spät zu kommen. Die, Schon ein bisschen wenn, Blaulicht, dann aber. hat die S-Bahn Verspätung. Nicht ihr. Ja. Hast also du irgendwie noch mal ein Ticket? Vielleicht kann ich den anziehen. Ah, nee, ich habe kein Fahrzeugrad. Hattet ihr noch mal froh? Seid ihr noch mal froh? Es ist einfach nur dämlich schlecht von euch. So ist echt ein Kaugummi, Alter. 6 € kostet jetzt von Kevela nach Bettbüschau. Vorher, letztes Jahr, hat es 5,80 € gekostet. Ungefähr 30 Das waren die Euro ist besten das. Kaugummis ever. 30 € hat es erhöht. Und es ist einfach nichts besser geworden. Die Ihr sind habt mir im eine Geiz. Abmahnung bekommen und. Ich hab die auch mal in der Dose Ich gekauft, glaube, die die sind mir im Abmahnung hat euch nicht geholfen. Ihr müsst pünktlich kommen, nicht Aber verspätet. kannst du auch noch reden, Tim, oder? Sonst erzählst du doch auch immer so Ich viel. bin gerade mit einem Kumpel hier. Und Ja. ich komme aus Kevlar Edge. Ja, und nicht aus Bettbüschau, aber das ist eigentlich auch egal. Das ist jetzt nicht die Sache des Videos, es ist die Sache, ein Ansagevideo für die Nordwestbahn zu machen. Ja, ich bin jetzt noch gespannt, wann die Nordwestbahn kommt. Am besten wäre doch, wenn der Zug jetzt auch noch ausfallen würde. Ja, glaube ich, tut ja auch noch. Da, ihr seht da hinten vielleicht, kann man nicht ganz gut erkennen, aber steht er da drauf. Er wird auch gleich 2. Wir haben jetzt um 22 Uhr. Der Zug hat fast 30 Minuten Verspätung. Ja. Und Richtung Geldern ist eine lange Strecke. Das bedeutet, von Geldern nach Kevela fährt er schon lange. Und weil der eine Zug, sagen wir mal, 12 Minuten unterwegs ist, wird es noch sehr lange dauern, Einfach bis der sagen, eine okay, der blöde Zug. größte Mülleimer des Jahres. Ja. Und wenn man hier sieht, sehr viel Müll verdient. Ihr fährt langsam der Nordwestbahn und wir geben euch Müll. Das, der Niveau passt. Man müsste das alles zubauen, dass nur die Schienen zu sehen sind und kein Müll mehr hier zu sehen ist. Ja. Oder fliegen. Aber wenn du aus Versehen hier in den Gleis springst, dann kannst du dich nicht mehr retten. Ja, es gibt ja ein paar U-Bahnen, die haben nochmal hier unten nochmal eine Sicherung, aber hier lohnt sich das nicht, weil hier in der Nein, Mitte wie bei der offen ist. U-Bahn, da sind ja überall nur kleine Spalten für die Ja. Bahn. Nein, nicht für die Bahn.
was für was das ist.